Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Baltic Sea in LS19 zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Hallo. Du. Ja Jungs, wir sind natürlich immer noch fleißig am Arbeiten. Ich am Düngen unserer Felder, die Jungs am Kartoffelernten. Ich hab den nicht schon gedüngt. Nee, nur einmal. Ich komme zu dir. Halt mal. Ich komme zu euch. Zu dir. Jetzt ist er verwirrt. Oh, das ging jetzt aber schnell durch. Ja. Oh, unsere Wiese ist doch schon wieder gewachsen. Andele, ja. Kann man unsere Wiesen auch düngen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaub schon. Ich kann es aber mal ausprobieren, wenn ich unsere Felder hier hab. Dann haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? Ja, kann man düngen. Okay. Und wie sieht das jetzt auch? Beschreib mir die durch die Kamera durch, ne? Welche Kamera? Ja, die für Kamera, Ansichtskamera. So. Ah ne, hopp. Ja, okay, ich hör auf. Welche Probleme? Glaubt ihr das langweilig, ne? Nur mal geschätzt. Ja. Ich glaub, der Philipp braucht eine Beschäftigung. Du kannst dir einen Striegel holen. Hallo? Ein Johnny bekommt kann für keine Pflegebereifung. Echt jetzt? Ja. Dann sieht's damit gedrisch aus. Gut. Haben wir da geklärt? Oh! Wartet mal. Der will mich verdüngen, was? Ja. Ich weiß auch mal hier links. Ja, das war's schon. Ja, wenn ich mal so gut geschätzt. Philipp? Ja. Hängst dein Johnny wieder vor den Dreiachser, dann können wir wechseln, nämlich meinen Glaskran für Liegebereifung. Nein. Ein Strick ist neun. Alter, zurück, jetzt komm. Mach ich da drüben nicht? Gut, mach ich da nicht. Aber jetzt muss ich trotzdem mal noch gucken. Ja, ich guck noch nicht mehr, weil wir sind jetzt hier an der Feldgrenze. Buschen, perfekt. So. Ja, nee, Sebi. Perfekt so, ja. Nee. Die Maschine ist bloß gemietet, ne? Wollte ich bloß mal gesagt haben. Der Klaas ist nicht gemietet. Ich meine, der Vatrion. Oder Varitron. Ja, Varitron. Vielleicht das gute Stück. Das habe ich vergessen, wenn ich nicht gut. Der ist ja für die Mission da. Ja, aber er ist trotzdem nur. Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Ja, das ging fix. Ich muss gucken, dass ich hier fertig werde, dass die Jungs was zum Tun haben. Sonst artet das hier noch in dem Chaos aus. Meine Küche. Ja, so. Wir müssen noch mehr, ne? So. Sieht so ziemlich danach aus. Kann ich mitfahren? Oh. Nee, kannst du nicht. Soweit ich weiß. Schön, dass es auch über zu dir wählt. Schön, dass ich uns Weizen. So, dann ne? Wollen wir hier den Dünger ein bisschen verschieben? Warte mal kurz. Der kann ein bisschen dauern, ne? Hallo, du.
gucken wir dann. Wir haben es gleich. Anlügen. So. Ja doch. Das kann man gelten lassen. Dann bringen wir Spaß. Wer ist angenommen? Jo. So, jetzt mal kurz. Nehmen wir mal Unklar wieder an. Bei 2 ist drauf, okay, das heißt. Ja, okay. Warte mal, haben wir einen? Ich schau mal, ne? Hm. Ich mein, schon die Pflege kann. Haben wir eine Werkstatt am Hof? Ja, haben wir. Ah ja, ich weiß, ja stimmt, da. Ja, hat sie. Okay. Ah du, nee, schön. Erstmal repariert. Kann er sogar. Kann er sogar, dann miete ich den mal. Nee, warte ich mit. Sieht aber scheiße aus. Ey, der hockt hier fast auf, ne? Ich wollte das nur mal so gesagt haben. Flo, steig mal ganz kurz in mein Johnny ein. Warte, ich bin gleich oben bei der Bahn. Dann kann ich einsteigen. So, der Johnny ist ja an sich schön. Aber... Fliege wurde halt kritisch, ne? Oh. Hier hinten, die Reifen schwebt bei dir doch auch, oder? Puh, du. Schwierig. Schwierig. Du, das ist wie aber mit... Aber der schleift ja wirklich halb am Boden. Das ist wie mit einer Magnetschwebebahn. So laufen auch die Räder da, weißt du? Dann haben das wir ist meine ganz moderne, oder da, was? Ja, ja. Dann haben wir einen logischen Hintergrund. Ja, genau. Warte mal, ich biete mal einen Striegel. Oder wollen wir eine Spritze nehmen? Nee, ja, Striegel. Ja. Der tut auf jeden Fall. Mieden. Steht am Händler bereit. Ich hab oben am Geld keinen Abzug gesehen. Ich auch nicht. Also vorher auch. Jetzt hast du geleckt. Also er steht da. Haben wir Abzug gekriegt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ne? Also bei mir ist die gleiche Geldzahl noch dran. Haben wir jetzt eine Düngestreu gekauft? Ja, ne? Ja, haben wir. Warum haben wir dann die Striegel nicht gleich gekauft? Ach so, weil wir dann angewiesen werden, ne? Wir hätten uns die nicht mal leisten können. Nicht? Ne, der kostet, soweit ich weiß, 38, nicht um 36. Ja, nee, du. Sebi! Ach, ja. Ein bisschen weiter. Mach weiter. Hat's gekommen. Der wird abgetankt. Ich war gerade am Abtanken. Wir können vielleicht auch mal die Paletten vom Händler holen. Paletten? Dann hätten wir schon mal eine Aufgabe für den Philipp. Ich bin jetzt am Striegel. Das wird er nicht machen. Ja, wenn ich jetzt mit Düngen fertig bin, bin ich sogar auf jeden Fall Arbeit. Ich werde vorläufig gleich ein bisschen leicht. Aber nur vielleicht. Es sieht keiner. Also. Oder ich fahr bergab und der Johnny steht gerade dran. Ne? Also. Ja. Du. Vorhängen ich drin. So. Haben wir alle? Ja, ne, schön. Ich heimge im Geländer vom Bach. Das? Wir nennen die jetzt einfach mal, keine Ahnung, Part. Wen nehmen wir was? Wir haben ja doch so einen Bach. Ja. Wie nennt man den? Du. Der noch keinen Namen. Rade. Warum? Ich merk schon, du bist wieder zurück auf die Gemeinde Rade, oder wie? Ah, da gibt's ja eh ein Problemchen. Wieso? Momentan schon, ich kann hier nicht laden. Steig mal ganz kurz in den Betrag ein. Ich weiß ja nicht, ob dazu gehört. Denn? Ist bei dir hier auch ein Gerste? Um. Puh, du.
Ja, ist es auch. Ja, muss dazu. Vielleicht nochmal so ein Rückstand. Gut, ich hinterfrage das gar nicht mehr. Ist jetzt überhaupt schon Unkraut drauf? Ja, auf der 2. Auf der 1 noch nicht, aber ich warte, weil die 2 wird bald reifen. Nicht, dass sie irgendwie reifen, während wir dann auch hier am Berg sind. Das wäre nicht so geil. So, jetzt gucken wir mal hier mal. Geht hier was drauf? Ich würde mal schätzen, wie, oder? Doch. Hier wirklich schon Unkraut drauf? Ja. 100%, eieiei. Laut ich weiß nicht, ob ich das noch... Easy, wir haben den 1er Vorlauf, nur Probleme. Glück hat? Oh, da Glück. Oh! Alles gut da drüben? Ja. Ich höre nur so... Johnny hat gerade Hallo gesagt. Ah, okay. Also, da ist es. Hab ich 12 Meter? Glaub ja. Also was man schon merken, ist es 19:06 und es ist noch relativ hell. Also es ist schon ein Unterschied zur Rad, muss man sagen. Vor der Helligkeit. Du, ich fahre ja einmal nicht mal mit einem Kamm hoch, ne? Hm? Die Reifen, die blockieren irgendwie ein bisschen, ne? Also. Ohne Allrad komme ich da nicht hoch. Ja. Die Reifen sind ein bisschen schmal. Wo funktioniert das überhaupt noch? Ich sehe das, oh ja, perfekt. Warte, ich guck noch. Ja, ja, sieht gut dann aus. Ich habe wieder Buschen, beziehungsweise geäscht. Ich habe wieder Buschen, beziehungsweise geäscht. Ja, mein. Flo? Hm? Hast du das getrunken? Nein. Okay. Das ist also richtig glaubwürdiges Nein. Bist du dir so sicher? Ja, ja. Ganz sicher. Bin ich müde? Bist du dir da wirklich ganz sicher? Ganz sicher. Bist du dir da ganz sicher? Egal. Der Bärchen. Wie schnell kann man mit dem Trigger fahren? 12, ne? Jo. Soll ich mal geschätzt fahren? Ja. Haben wir nicht gleich den großen gemietet? Der große hat 3 gekostet oder der kleinere? 1. 2. Ja, nicht ganz. Plus mehr. Ja. Der größere plus... Hätte genau 1000 mehr gekostet, ne? So ein bisschen mehr. Ah. Anderes. Das andere Technik ist aber. Wir müssen sparen, wir haben nur 36.000. Da ist nicht viel. Wenn wir sparen müssten, hätte ich gleich den 9 Meter kaufen können. Nee, da brauchen wir dann wieder zu lang. Du magst es ja nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich mir nicht. Ja. Ja. Du. Der ist nur gemietet, ne? Wir können ihn nicht noch zahlen auch, sonst sind wir komplett pleite. Dann muss er mal Johnny ein. Hm? Ich weiß ja nicht. Hängst du da auch auf einer Leitplanke? Nö, bei mir ist da keine, also. Ich weiß ja nicht. Ich bin voll im Minimal in der Luft auch. Stell da wieder runter. Dann müssen wir wieder machen. Die hinteren bewegen sich ja gar nicht. Ah. Du. Ich geh da mal wieder, ne? Ich glaube, jetzt häng ich. Ich glaube, du hast kaputt gemacht. Hm, das war aber. Und dann können wir da direkt schon wieder bitte. Hallo? Hm. Ich halte super weg. Gut. Dreh mich. Ah, hab ich es geschafft. Ich bin wieder drunten. Ich hab dich da drüben nur so rund wegfliegen gesehen. Oh nee, du. Ist natürlich so der letzte Pickwick, an den komme ich natürlich nicht ran. Wie wäre es denn so?
Ja, haben sie jetzt... Oh Mann, doch. Den haben sie aber irgendwie einfach hier. Glückt's jetzt? Ja, jetzt geht's. Ja gut, ob sie jetzt die kleine Rest... Hallo? Ob sie jetzt der kleine Rest hier noch gelohnt hat? Ich weiß es auch nicht. Aber mal. Ich will natürlich da vorher nochmal auf, weil ich habe so irgendwie die Vermutung, mit diesen 4700 Liter kommen die allzu frei. Ne? War natürlich eine schöne Runde. Wahrscheinlich nur du die Vermutung. So. Da ja, braucht man ein bisschen auffüllen. Ne? Wie viel Prozent haben wir jetzt schon? 45, es geht voran. Zwar schleppend, aber es geht voran. Der ist voll. Der aufwascht. Komm mal noch. Sieben oder sieben Zahnstücke? Ja, nee. Nein. Also wir kommen auf jeden Fall billiger als mit den Big Bags, muss man sagen. Ich habe Flo zweimal und Sebi zweimal. Ja, bei mir ist Sebi auch zweimal da. Aber du bist bei mir auch zweimal da. Ja, du bist mir noch. Ja, gut, dass wir das besprochen haben, ne? Ja. Achso, das ist ja nicht so. Bei mir ist jeder noch einmal da. Ich kann mich mal offen. Das wird nichts. Entschuldigung. Flo? Mhm. Ich glaube, wir müssen den danach kaufen. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Wo ich einen Hieb mache. Ich glaube, also nachdem, so wie ich nachdem den gefahren bin, ist er verbogen. Ja, ich hab Angst, glaube ich. Ja, du, nee, schön, ne? Ja. Ja. Der Schluss drauf? Wo muss denn die Scheiße, die Superkarte hin? Hafen. Ist der andere auch schon voll? Ja. Wer fällt welchen? Ah, ja, nicht. Du bist mir eigentlich relativ egal. Dem Sebi fällt sein Glas? Ja, darfst du. Ich wollte gerade sagen, Sebi fällt wahrscheinlich sein Glas. Soll ich vorfahren? Nee, alles gut. Ich bin der schneller. Nee, wir sind gleich schnell. Ich fahr 53. Den langsamsten Traktor hab ich. Ich habe ja den schnellsten mit 50. Mhm. Und das die großen Spuren. Dafür habe ich den coolsten. Mit dem besten Sound. Also. Ja. Ich würde schon sagen, dass ich den besten habe, weil den Epitrix dann haben wir schon oft gehört. Und lange vor allem. Du, ja, ja. Immer was Neues, ne? Sagen wir so. Ja. Deswegen ist es auch besser. Baustelle ist nie was Gutes. Ja, da ist eine Baustelle auf dem Weg, ja. Wenn das weitergeht, hier. Bist du hinter mir? Hm? Nicht, was ihr da macht, ne, Jungs. Ich auch nicht. Oh. Ah, hier ist die Baustelle. Schön, ja, nee. Super. Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber Flora auch nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Aber was ich weiß, ist ja eine gute Voraussetzung. Ich wurde schon überholt. Ja. Das war aber knapp. Es war so gekonnt. Zwischen gekonnt und knapp ist ein Unterschied, Sebi. Ja. Philipp ist halt. Nee, Flo ist halt Meister. Im Überholen. Naja. Ich weiß nicht wieso. Es laufen beide Traktoren 53. Und ich fahre Sebi gerade ziemlich davon. Wisst ihr was, weil ich nicht mal 53 fahre. Wieso nicht? Leck. Ach so, ja dann. Dann. Oh Gott, ich schwimme langsam ein bisschen. Ah, ja. So, ich bedumme jetzt.
Nur so eine Frage, ich habe den Strigler zurückgegeben. Hätten wir den noch gebraucht? Ja. Nee, wobei. Ich weiß gar nicht, ob es uns billiger gibt. Fällt ein, leider noch kein Das hätte nicht so sein müssen. Momentan, also ich spule jetzt dann gleich vor. Ich mach die Zeit gleich ein bisschen hoch, du kannst Obacht geben. So. Weiter dann den nochmal Johnny aufräumen. Alter. Oh, Junge, wird sich schnell dunkel. Aber ja. Ich würde es nicht so dunkel wie auf der Rade. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Die Rade war auch schon ganz eine spezielle Karte von der Dunkelheit hier, auf jeden Fall. Dann machen wir die Sammel wieder zurück. Dann muss ich auch noch irgendwo reinkommen. Du kannst auch sehen, dass das die Ausfahrt war. Ja. Wie fahren die ersten Kunde? Meine Lenkerkollision, meine Lenkerempfindlichkeit ist gerade nicht mehr so gut irgendwie. Sehen wir noch hinten? Nee. Meine Sache ist da der Haufen, wo ich mal schätze. Ja. Sehen wir ja eh gleich. Jo, wir sind da Haufen. Wir haben halt alle drei Frontlader, aber keinen Anbau. Also. Ja. Kein Front, ja. Da kann gut kein sein. Kein 6 Frontlader. Das Zeug. Das Zusatzzeug wird wahrscheinlich noch kommen. Bis da haben wir ja noch nichts, wo wir es brauchen können. So, Flo, jetzt bin ich auch da. Bist schnell da. Nach einer halben Stunde bin ich auch wieder da. Ja. Also ich muss mein Lenkrad neu einstellen. Das passt zurzeit nicht. Mit meinem Lenkrad. Ja, okay. Ich komme mit meinem Lenkrad gerade nicht klar. Das Lenkrad, das hat eine schlechte Empfindlichkeit. Dann. Ich kaufe dann uns mal eine Schaufel. Ja, mach ich. Das sind halt die Vorteile von B29, ne? Wir haben wieder kein Geld minus gekriegt, oder? Sehe ich da gerade frisch. Welche Farbe soll ich nehmen für das Ding? Achso, für Schaufel? Ja. Puh, du, ich würde sagen neutral schwarz. Ich habe Chrom Staubgrau. Du, ich weiß nicht, wie das. Egal, nimm. Nimm die Farbe. Ich weiß nicht, wie sauer sie lassen, uns überraschen. Kostet 2000, die kostet ein bisschen mehr, aber dafür hat's ein bisschen Blume. Ja. Für die Größe. Flo? Bei der Hinfahrt hat's gerade richtig geleckt. Ich kauf dann auch noch Ballspeeds, okay? Habe ich meine mobilen Hotspot am PC ausschalten? Jetzt hoffe ich, es läuft besser. Wahrscheinlich leckt er nur, wenn ich den mobilen Hotspot anhab. Ja, der leckt wirklich nur, wenn ich mobilen Hotspot anhabe. Also jetzt könnte ich dich wieder überholen. Ja, ganz genau, ich komme aus dem Hafen zu. Ganz genau. Ich komme immer aus dem Hafen raus. Der Hafen hat die Schotten nicht gemacht. Sollen wir einen Ballwagen kaufen? Ach, mach wieder auf! Sollen wir einen Ballwagen kaufen? Hallo! Ihr entscheidet, wie der Glas wieder hinkommt. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Flo, Flitzi, ihr entscheidet, wie der Glas da wieder hinkommt ans Feld. Wieso? Beziehungsweise der Hafen hat sein Tor zu. Ich kann nicht mehr weitermachen. Dann Tor? Ja, der Hafen hat ein Tor, jetzt hat er das Rolltor zugemacht. Spring mal in mein Glas rein. Die andere Frage ist, wieso bin ich da noch rausgekommen? Es ging doch nur um Sekunden bzw. Minuten. Ja, wahrscheinlich bist du vor 20 Uhr draußen gewesen und wahrscheinlich macht er um 20 Uhr zu. Ich habe nicht in den Rückspiegel geguckt, kann auch sein, dass er genau in dem Moment zugemacht hat. Ja. Hallo. Jetzt bin ich drin gefangen. Jetzt kommen wir ein Problem. Warum, Mann? Jetzt muss der Abfahrer auch langsam mal kommen. Können wir da mal auf. Kleines, großes Problem. Ich krieg meine Vorderscheibe nicht mehr zu. Wieso? Also ich kann theoretisch den Vorderrad nicht bedienen. Ja gut, du. Hab ich gesagt, dass das gut ist? Wie hat er denn den O93? Halt der hat ja Link. Leute, wie gut findet ihr, dass jeder eine Frontladerkonsole hat? Puh, ja.
ich bin voll. Ich bräuchte mal einen Apfel. Bin doch schon da. Kaum rede mal drüber, ist er schon da. Ich hab nicht mal auf Karte geschaut. Ich hab meine Türe, also ja, Türe. Scheibe. Scheibe wieder zu. Oh, das. Da reden wir besser nicht drüber, ne? Dann. Lipsi, wenn du mal Zeit hast, kannst du mal ein Schlupfloch suchen für den Klaas, dass man den Klaas wenigstens zum Abfahren rauskriegen. Den kriegen wir da nicht leer. Raus. Die werden jetzt eh dann gleich vorspulen, also von dem her ist wurscht. Du, der Fan steht ein bisschen im Weg. Oh, ja, nee, Blöde. Ja, nee, ach was. Ich bin jetzt so weit hinterfahren. Vielleicht war das von Flo auch eine reine Absicht. Dass der da steht. Oh. Ja. Einfach nur dich zu nennen. Oder weil ich nicht so schlau bin und den zweit vorne hinstellt habe. Damit schon mal kurz kann aussteigen mein Freund und wegfahren. Aber du Flo, Ich habe da nur so eine theoretische Frage. Könnt ihr euren Frontlader, dass der wirklich also senkrecht zum Boden ist, die erste Stange, könnt ihr die so weit aufheben? Dass er was? Dass er senkrecht zum Boden steht. Also muss ich mir kurz angucken, wie weit das was so parallel über dem Boden sein soll. Da wo auch die Anhängerkupplung dran ist, das kann bei mir senkrecht über den Boden. Guck ich ist mir doch nicht original. Wo bist denn du? Fast beim Händler. Warte, den Teppich kurz zum Händler, jetzt muss ich mir angucken. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Warte, mein. Hat er offen? Ah, der hat auch zu. Gut. Der zu? Ja. Also warte mal, zeig mal kurz, was ich mal hinstehe. Oh! Warte, ich fahr mal ein bisschen an. Mach mal Arbeitsbeleuchtung an. Also, ich kenn's das ja bloß, dass das maximal so geht. Ne? Mhm. Ist das original? Ja, ich glaube schon. Also, so ist normal. So geht Hauer. Also, ich weiß ja nicht, bin ich der Hauer-Experte. Das geht so. Wieso ja, warte mal. Ja, du. An dieser wunderschönen Stelle hier werden wir auch die heutige Folge beenden. Also wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Es kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. War der nicht vorher? Ein Däumchen wäre ein Träumchen, kostet auch keinen Cent. Und den roten Knopf graufärben bei beiden Kanälen, falls noch die Gitarrenglocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Und der Händler hat immer offen Flo. Ja, den kann man auch ganz einfach mal kurz anrufen und fragen. Kann er mal kurz die Tür aufmachen, damit er durchkommt? Ja, genau. Wie gesagt, Eier und Flo, die Schaufel hat vielleicht ein bisschen mehr Ladungsvolumen als du denkst. Ich sag mal so 5500. Gut, lassen wir das Thema. wie gesagt, wir sehen uns dann bald zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen Baltic Sea. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. 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 Where I belong, I'm still rolling the dice, praying.